Nachmachen kann. Ansonsten gibt es zu dem Fahrzeug nichts zu sagen. Deswegen werde ich das Mikrofon jetzt weitergeben an den Moderator. Wenn es nichts zum Sagen gibt, mache ich halt weiter. Da fährt gerade hinter dem Fahrzeug, hinter dem Opel Blitz, ein sogenanntes Mars-System, also ein Mars-Panzer. Der tut keine Schokoriegel rausschießen, sondern das ist ein von der Artillerie, ein Raketenwerfer bei der Bundeswehr im Einsatz. Den wollten sie eigentlich wieder ausmustern, aber dann haben sie ihn so weit verbessert, dass er eben noch dabei bleibt. Hohe Reichweite, sehr präzise ist das Teil. Und auch ein Eigenbau in dem Fall. Sehr, sehr schönes Modell. Gibt es irgendwo den Fahrer? Ah, das ist der so nahe Start. Möchtest du, ja, nicht da hinten, da ist der Moderator. Guck hier, siehst du, möchtest du noch was dazu sagen? Der guckt weg. Was er natürlich hier nicht demonstrieren darf, ist klar. Da müsste er auf ein freies Feld sein. Da wäre die Verletzungsgefahr schon da. Also man kann kleine Raketen reinsetzen und kann halt durch die Gegend ballern. Also für manche Kinder ist es ein bisschen enttäuschend, wenn sie dann mitkriegen, die können ja gar nicht schießen, da kommt gar nichts raus. Das ist ganz klar, wenn da gelbe Kügelchen oder Knallerei rauskommen, beschädigen wir unsere Fahrzeuge. Das wollen wir nicht, wir sitzen ewig lang an den Modellen dran und dann verballern wir die Dinger. Und zum Zweiten ist es auch eine Verletzungsgefahr. Reicht das so ein kleines Kügelchen irgendjemandem ins Auge? Und dann haben wir natürlich richtig Theater. Das machen wir lieber Schussgeräusch, dass die Kanone sich so verhält wie beim Schießen und Blitz rauskommt. Das ist noch originalgetreuer. Und der Schuss, der wird vom Soundmodul so authentisch nachgespielt. Es ist halt hier in der Halle ein bisschen schwierig. Der ganze Lärm von den Fahrzeugen geht hier ein bisschen unter. Das würde aber im Wohnzimmer ganz anders sich anhören. Und da tut manche Frau den Mann rausschmeißen aus dem Wohnzimmer, weil es zu laut ist. Ich glaube,
noch ein zweites unterwegs sein, das ist der Walter Inns. Und der hat hier richtig einen Tank drin, einen Wassertank und kann auch wirklich löschen. Dein Tank ist leer. Okay, er muss Akku laden. Vielleicht können wir das später bestaunen. Der hat sogar noch ein zweites Feuerwehrauto, was er gerade rauszieht. Das ist ein amerikanischer. Und beide haben Tanks drinnen, in dem sie auch wirklich löschen können. Da drüben sind Häuser, die so verbrannt aussehen. Da simulieren sie das dann nachher. So ist halt immer ein bisschen Action da. Der Bergepanzer von vorhin, der ist ein Motorspazierer. Verlängert wurde.